Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Forza Horizon 5. Was spielen wir hier genau? Ihr seht es schon. Forza Horizon 5, das habe ich gerade schon gesagt. Also mein Kopf ist auch schon wieder. Ach. Mein Kopf ist auch schon wieder ganz gedeppert. So. Was machen wir? Wir werden erstmal gucken, was überhaupt so auf der Map gerade gibt. Und hier gibt es auch anscheinend wieder diverse Scheunenhunde, Hunde, wie man das auch mal nennt. Ja, und wir haben hier einen 202 Turbo BMW von 1973. Da drücken wir mal rein und hören uns mal das an. Das erste europäische Auto mit Turbolader in den 1970ern. 170 PS, breite Karosserie. Y mira esto, da steht Turbo rückwärts, damit man es im Rückspiegel kommen sieht. Alles klar. Turbo. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Geiles Auto. Ich würde mal sagen, wir drücken B. So. Wir haben natürlich immer noch unseren Bugatti. Der ist, glaube ich, auch aktuell der schnellste mit der Geschwindigkeit. Nämlich der mit Geschwindigkeit 10. Können wir auch mal hier kurz mal. Also, wir können ja auch mal kurz gucken, was der eigentlich so alles für Statistiken hat. Also, das ist wirklich das schnellste Auto, was ich habe. Und, ja. Also hier seht ihr es, okay, hat keine 10, aber die Beschleunigung. Beschleunigung 10. Handling 9,9, also nicht 10, aber Junge, Geschwindigkeit auch 9,6. Starten, also Bremsen ist er auch 9,5. Offroad ist er einfach nur komplett. What? Wir können aber auch mal gucken, was man hier so upgraden kann. Also Tune. Könnten das Ding auch mal tunen. Anti-Lag-Turbolader könnten jetzt in ihr Fahrzeug mit Turbolader eingebaut werden. Okay. Individuelles Upgrade. So. Hier kann man einmal Motor-Updates verbessern, Schleunigung und Geschwindigkeit. Also Beschleunigung ist ja eigentlich. Ja, hier kann man halt einfach nur Twin-Turbo einbauen. Ein Turbolader führt zu einer gewaltigen Leistungssteigerung, indem die Abgase zum Antrieb mehrerer Turbinen benutzt werden, die das Kraftstoff-Luftgemisch verdichten und mit hohem Druck in den Motor pressen. Die resultierten in höherer Energie pro Upgrades machen auch einen hörbaren Unterschied. Zwei sind in der Regel besser. Okay. Wie teuer ist das? Also das hier ist gerade montiert. Serien Twin Turbo und hier gibt es ein Rennen Twin Turbo mit Anti. Starten verbessert der auf 7,9. Handling geht aber runter auf 9. Das ist natürlich schlecht. Also starten macht er eigentlich nur besser. Und hier, also, warte mal, Handling. Hä? Also Handling 9,0 ist es ja sogar schon wieder was. Offroad ist dann eine 5,0. Ja, so. Okay, wir gucken erstmal, was wir so weit abwählen können. Eventuell wird das ja auch einfach eine Upgrade-Folge. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall auch ein Abo und ein Like auf diesem Kanal da. Das würde mich sehr freuen. Ja, aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich auch freuen. Uhren weiter vorne, hinten. Vorne. Kann man das einfach so erweitern oder was? Das ist interessant. Kostet auch nur 300 tatsächlich. Dann machen wir mal hinten. Ne, hinten habe ich doch gerade gemacht. Ne, ich habe vorne gemacht. Also komplett. Ja, gut. Weiß nicht, ob das so geil aussieht. Hm. Okay, gehen wir erstmal von den Felgen weg. So. Handling und Fahrwerk. Müsste eigentlich auf auf Handling gehen auch. Warum hängt diese Karte, Junge? Es wird eine Verbindung wiederhergestellt. Es kann keine Verbindung mit dem Server hergestellt werden. Also für euch seht ihr es gerade nicht. Ich sehe hier gerade, dass hier eine Verbindung versucht wird herzustellen. Wir sehen uns gleich, wenn es funktioniert hat. Okay, da bin ich wieder. So, Fahrwerksverstärkung über Rundtreffer. Weiß nicht, was das macht. Federn und denn. Können wir mal gucken, ob irgendwas hier ändert. Nee. Macht eigentlich alles nur schlimmer.
Fahrwerk für minus 3,4. Handling macht es schlechter, ne? Ne, macht es. Was ich nicht checke ist. Ja, doch, also hier, das würde eigentlich ganz geil sein, ne? Also, hier ist Offroad auf 6,8. Allerdings, die Bremsen gehen von 9, warte mal. Was genau geht da jetzt runter? Also 9,5 bei Bremsen ist rot und Handling ist rot. Und hier ist nur Handling rot. Dann mach ich doch lieber das hier. Nein, da. Wird montiert. Gut. Das macht Handling auch wieder geiler eigentlich, ne? Komm, machen wir auch rein. Das mal Handling auf 8,4. Ja, komm, machen wir. Nee, das reicht mal. Das nicht. Boah, was? Auf 8,9 geht das. Ja, das wird aber sowas von reingepackt. Also, da kenne ich nichts. So, haben wir hier bei Handling und so alles drin. Amt. Getriebe an Getriebe. Was ist denn hier alles grün? Gar nichts, ne? Nö. Okay, Getriebe lasse ich so. Antriebswelle gibt es auch nur eins von. Ja, komm, rein da. Hier ändert sich überhaupt nichts. Ja, gut, dann ist das auch so. Warte mal, was, auf was ist denn jetzt das Auto, wenn ich das mache? Also Handling ist ein runter, nämlich auf 8,9. Das war ja vorher praktisch auf 9,6, ne? Starten ist auf 8,0, Bremsen ist glatt 10, Offroad ist auch um 2 höher. Beschleunigung ist genau gleich. Also ist eigentlich nur Starten und Bremsen höher gegangen, ne? Die Geschwindigkeit ist auf 9,6, denke ich. Mehr. Umbauen. Och, du Heilige, also ne. Auf keinen Fall. Kann ich aber auch noch aussehen. Okay. Ja. Also Handling würde nochmal hochgehen, Offroad würde nochmal hochgehen, aber Geschwindigkeit geht, glaube ich, runter. Ja. Weiß nicht, was das mit dem Roten bedeutet. Also hier würde... Okay, hier würde die Geschwindigkeit sogar auf 9,3 gehen. Gut, dann machen wir hier... Warte mal. Also starten ist auf 8,0, ne? Handling würde auf... Okay, Handling würde aber wieder auf 9,0 gehen. Und Offroad würde auch hochgehen. Aufmachen, montieren, let's go! So. Gehen wir mal alle den Kopf ansehen, ja. Ja. Teile einbauen, so. Also es würde, die Performance-Klasse würde von 958 auf fast 1000 gehen. Höchstleistung bleibt gleich. Gewicht geht ein bisschen mehr darunter und Querbeschleunigung geht sogar hoch. Ja, komm, kaufen wir. So, dann gucken wir gleich mal, was sich alles so geändert hat. Von dem Auto her und testen das einmal. Das heißt, heute ist doch eher ein Upgrade-Video. Ich hoffe, ihr habt, also es gefällt euch trotzdem. So, jetzt können wir mal kurz gucken, wie schnell ist jetzt das Auto. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts irgendwas gemacht. So, meine Autos und den Bugatti. Okay, krass. Also Handling ist auf 9, Beschleunigung ist komplett auf 10, Bremsen ist auch komplett auf 10.
Geschwindigkeit ist gleich, das ist geil, weil Beschleunigung und Geschwindigkeit ist eigentlich so, was man braucht. Handling weiß ich jetzt nicht. Das kommt ja einfach nur, wie der dann auf Boden bleibt, denke ich mal. Ja. Okay, komm. Wir testen das Ganze mal. Sie haben jetzt 15k ungefähr davon ausgegeben. Und das kann man mal machen, würde ich sagen. So, wir testen jetzt mal, wie dieses Auto denn so fährt. Und dazu fahren wir mal kurz auf der Autobahn. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Autobahn wieder. Okay, da sind wir. Und wir machen jetzt einmal einen Test, wie schnell das Ganze denn fährt und wie gut das ist. In 400 Metern scharf links abbiegen. Ne, wir fahren gerade mal auf weiter. Scharf links abbiegen. Route wird neu berechnet. Ja, fast 400. In 200 Metern scharf links abbiegen. Ah, nein, doch, bitte deinen Mund. In 400 Metern scharf links abbiegen. Ja, ein bisschen da reingefahren, aber. Scharf links abbiegen. In 100 Metern scharf links abbiegen. Ja, okay, aber 400. In 400 Metern scharf. Boah! Bitte, ja. Halt einfach dein Mund. Danke. Wow. Gut. Sagen hier irgendwie, wie schön seid ihr. Kann ich auch mal. Ich bin nicht der Nächste. Okay, aber so geändert hat sich jetzt eigentlich nicht so viel, außer die Bremsen. Als wenn ich jetzt B drücke, sehr schnell auf R. Aber ist auf jeden Fall geil. Sag mal, habe ich das hier? Nee. Warum fahren wir einfach mal weiter? So. Ja, doch. Also es gibt schon Gas, ne? 400. Handling ist eigentlich jetzt auch ganz geil. Natürlich auf jeden Fall 600 gegangen. Ey. 600 gegangen auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass man das ein bisschen merkt, dass der runtergegangen ist. So. Eingepackt würde ich sagen. Okay, aber vom Ganzen ist das eigentlich ein geil. Gibt Humor. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videoschau verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Mich würde es auch freuen, wenn ihr meine ganzen anderen Videos auch anschauen würdet. Und schaut euch bitte auch die Videos bis zum Ende an. Würde mich sehr freuen. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sano. Ciao, ciao. Feelings are showing.